Ja, hallihallo, liebe Lego-Freunde. Willkommen hier wieder in der Steinemeisterei zum nächsten Lego-Video. Vor uns hier heute das dritte und damit das sogenannte C-Modell aus der Set Nummer 31026. Das Creator-Set haben wir hier vor uns und hier die Modellbezeichnung Autowerkstatt. Ja, das dritte Set im Bunde, daher liebe ich ja Creator auch so. Man hat ja also mehrere Möglichkeiten, mit dem Set etwas zu bauen. Und wir haben jetzt hier Set Nummer 3, die Autowerkstatt. Mit dabei wieder die drei Figuren, ganz klar, die wir auch aus den anderen Sets kennen. Die also hier wieder komplett 1 zu 1 mit dabei. Das Fahrrad wieder mit dabei. Und ansonsten haben wir hier wieder dieses Prinzip eines Würfelhauses. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Dazu nehme ich mal eben hier die Figuren weg und mache mal ein bisschen Platz. So, jetzt haben wir also wieder die Möglichkeit, wie wir das aus den anderen Sets auch kennen, das Haus hier komplett zusammenzuklappen. Ah, jetzt klemmt es hier ein bisschen. So, das also das zusammengeklappte Set. Und jetzt hat man im Prinzip hier wieder die Möglichkeit, einmal komplett ringsherum zu schwenken. Und also von allen Seiten hier sich die Fassade mal anzusehen. So sieht das Ganze aus. Relativ unspektakulär. Besser ist es dann wirklich, wenn man das Ganze wieder aufklappt. Da hat man also irgendwie die bessere Übersicht, finde ich. Und wir haben hier ganz links dabei unser Fahrzeug in dem Fall, was hier aus der Reparatur Werkstatt kommt. Hier dieses wunderschöne Vehikel, ganz nett, diese kleinen Reifen hier. Schon relativ lustig eigentlich sogar. Ansonsten sehr viel eckig und ja, so ein kleiner Lego-Flitzer eben. So, was haben wir denn noch dabei? Wie gesagt, hier unten dann diese Werkstatt, diese Einfahrt halt mit diesem schönen Maulschlüssel dort oben. Wir haben hier die Tür, den Eingangsbereich zur Werkstatt. In der rechten unteren Hälfte haben wir dann eben nochmal Eingang. Hier also mit dieser blauen Tür und damit kommen wir dann im Prinzip in diesen Werkstattbereich nochmal. Und hier sehen wir also schon so eine Maschine hier drin durchs Schaufenster. Ich glaube, das könnte dazu dienen, um die Reifen auf die Felgen aufzuziehen. Ich glaube, dass das da so ähnlich aussieht. Hier haben wir noch einen kleinen Briefkasten mit Schlitz. Und ich würde sagen, wir drehen das Ganze mal um und sehen uns das mal von hinten jetzt nochmal an. Aha, hier ist nochmal dieser Werkstattbereich wieder. Mit natürlich kleinen Schüben, die man hier auch sogar wieder öffnen kann, typisch Lego. Hier unten haben wir dann den Briefkasten, wie gesagt, der lässt sich dann hier aufklappen und wir können dann hier also im Prinzip die Post wunderbar entnehmen. So, dann hier nochmal dieser Werkstattbereich für die einen mit der Einfahrt, also mit der Einfahrt für das Fahrzeug. Hier eine Kasse verbaut und im oberen Bereich haben wir dann wieder so ein komplettes oder so eine komplette Wohneinheit. Das sieht von vorne dann eben so aus mit diesen schönen Fenstern, Blumenverzierungen, einen kleinen Balkon mit Tür und dann auch hier wieder die Möglichkeit aufs Dach raufzusteigen. Hier dann so eine kleine Küche, würde ich mal sagen, mit Durchgangsbereich hier für so ein Arbeitszimmer. Also das könnte durchaus so sein, dass man oben wohnt, unten arbeitet. Das ist also die Idee. Hier haben wir die Leiter für den Dachausstieg. Und wenn wir das Ganze dann wieder zusammenklappen, können wir im Prinzip hier oben dann sehen, haben wir also wieder so ein kleines Dach, wo man sich durchaus sonnen könnte. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Das also, wie gesagt, die dritte Variation des Creator-Sets hier. Also es werden ja auch nicht alle Steine jetzt mehr verbaut. Man hat ja also eine ganze Menge übrig. Ich würde fast so sagen, 50% nur für das C-Modell und der Rest der Steine bleibt dann ganz einfach über. Ich stelle nochmal die Figuren nochmal auf. Figur Nummer 1, hier haben wir den zweiten Mann im Bunde. Dann haben wir hier unsere Fahrradfahrerin, die also hier mit dabei und passend dazu ihr wunderschönes rotes Bike. So, ja,
Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben hier also das C-Modell aus der Set Nummer 31026, das Lego Creator Set. Und ja, das war es dann komplett zu diesem Set. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder und ich bedanke mich für eure oder für euer Zusehen. Wir sehen uns dann später wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.